Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Online-Medizinprodukte-Forums. Sie sehen wieder hier aus dem Studio in Heidelberg. Das heutige Thema haben Sie schon auf dem Startbildschirm gesehen. Es geht heute um die klinische Prüfung von Medizinprodukten. Die Sendung hat heute drei Teile. Im ersten Teil geht es um den Rechtsrahmen. Sie wissen ja, die MPDG, also die Medizinprodukte, das Medizinprodukte-Durchführungsgesetz steht im Raum. Im zweiten Teil wird es um die ISO 14155 gehen. Die wurde Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres nochmal aus formalen Gründen zurückgezogen. Aber wie gesagt, nur aus formalen Gründen. Da werden wir uns auch damit später beschäftigen. Und im dritten Teil geht es dann natürlich, und das wird für Sie natürlich besonders relevant sein, um die Anwendbarkeit des neuen Rechtsrahmens insgesamt. Und ich bin sehr froh und freue mich, ich sehe Sie schon auf dem Bildschirm, dass unsere Rechtsanwältin Frau Marie-Isabel Dallücke heute bei uns ist und genau über diese drei Teile sprechen wird. Frau Dallücke arbeitet seit nun 4 Jahren bei den Sträter Rechtsanwälten. Sie hat einen großen Schwerpunkt im Arzneimittel- wie im Medizinprodukterecht, hat vorher auch noch in anderen medizinrechtlich spezialisierten Kanzleien gearbeitet, wie auch in der Ärztekammer Nordrhein, bringt also einen ganz breiten Erfahrungsschatz mit. Und ja, ich freue mich sehr, heute selber noch ein bisschen mehr über die aktuellen Themen bei der klinischen Prüfung von Medizinprodukten zu lernen. Vielen, vielen Dank, Frau Dallücke, und ich würde es sehr gerne an Sie nun abgeben. Zunächst einmal vielleicht als Überblick das bisherige Regelungssystem für Medizinprodukte. Es ist leider so, dass es ein bisschen unübersichtlich ist durch diese Struktur des europäischen und des nationalen Rechts. Da muss man einmal ein bisschen sich sortieren. Sie sehen hier im oberen Teil die Medical Device Directive. Das ist eine Richtlinie aus dem Jahr 93. Richtlinien, europäische Richtlinien haben die Eigenschaft, dass sie in nationales Recht umgewandelt werden müssen. Und gleichermaßen gibt es noch eine Richtlinie für In-vitro-Diagnostika und für aktive implantierbare Medizinprodukte. Und in Deutschland ist das eben umgesetzt worden durch das MPG, was Sie wahrscheinlich alle kennen. Und dann gibt es für bestimmte Bereiche, nämlich zum Beispiel die Medizinprodukteabgabe und die klinische Prüfung mit Medizinprodukten, die MPKPV, noch Rechtsverordnungen im deutschen Recht.